Hallo ihr Lieben, Ava hatte gestern eine abgefahrene Idee, was sie mit unserem Pool veranstalten wollte. Da haben wir natürlich kein Intro gefilmt, sondern ich hatte einfach die Kamera dabei und wir haben losgefilmt. Deswegen begrüßen wir euch jetzt. Hoffen, ihr habt ganz viel Spaß mit unserem Video. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was das Verrückteste war, was ihr jemals mit einem Pool angestellt habt. Und bevor es losgeht, haben wir wieder eine Challenge für euch. Schafft ihr es in 30 Sekunden? Nein. 20? Nein. In 4 Sekunden den Daumen zu schlagen, die Glocken zu schalten und zu abonnieren. Nicht geschafft, dann schreibt Bett in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreiben könnt, könnt ihr so ein Seemoji machen, irgendein Emoji, das so Wasser ist. Das dazu passt, genau. Ja. Und jetzt geht's auch gleich los mit dem Video. Viel Spaß! Mama, kann ich noch mal in den Pool? Guck mal, wie warm es ist. Wie warm ist denn das Wasser? Schau doch. 32 Grad? Ja. Wow. Du kannst gleich noch mal in den Pool. Was? Aber erst musst du noch Süßigkeiten essen? Nein, dein Bett. Fernseher gucken? Auch nicht. Dein Bett aufräumen. Du musst dein Bett erst machen, damit wir dann vom Pool direkt in die Dusche können. Also, nee, auf, ab in dein Zimmer. Bitte räum dein Bett auf. Mach dein Bett fertig, dass wir die Bettsachen drauf machen können, ja? Och Gott. Da ist übrigens Avas Handtuch von vorhin. Und das bitte alles einmal abräumen? Nein. Aha. Ivy, das ist das volle Chaos. Deine Bett, ich habe die Sachen schon hingelegt. Wie? Ich schlafe einfach auf dem Pool. Du willst dir ein Bett im Pool machen? Wie stellst du dir das vor? Also, ich nehme das riesen Einhorn-Floaty-Ding, mach auf dem Pool, dann nehme einfach ein Kissen, Bettdecke, Schmutz, ein Kuscheltier und dann muss ich schlafen. Also mir wäre lieber, du würdest das alles abräumen. Nein, Mama, vertrau mir. Nicht immer, du ja recht. Okay, ja, dann fang an. Aber was meinst du, was der Papa dazu sagt? Meinst du, der schimpft? Der kommt nämlich gleich von der Arbeit. Mega. Na dann, bau mal dein Bett. Und das hole ich auch nicht auf. Das brauchst du auch nicht aufräumen, da sollst du auch nicht drauf schlafen. Ja, weiß ich doch. Aber wenn Pearl wieder hier steht. Oh ja, genau. Da stand ja Avas Hamster und schon im letzten Video wolltet ihr wissen, wo Avas Hamster ist. Und Avas Hamster steht an einem kühleren Ort bei uns hinten in der Abstellkammer. Da hinten drin. Ja, damit sie nicht so schwitzt. Das ist so heiß im Moment. Aber ich will dir nur eins sagen, wenn deine Sachen nass werden, dann müssen wir dir die Gästebettdecke und so von unten hochholen. Im Gästezimmer, ja? Na dann probier mal. Ich bin gespannt. Soll ich dir helfen? Bitte, bitte. Ui, jetzt wird es hier draußen hell mit der Kamera. Ui. Ui. Und jetzt? Machen wir all das da drauf. Okay. Darf ich dir einen Tipp geben? Was? Ich würde erst das Einhorn ins Wasser. Das ist übrigens das Einhorn, auf dem Ava ihr Bett aufschlagen möchte. Dabei helfe ich dir gleich. Und dann würde ich mir vom Tisch, während ich auf dem Einhorn bin, die Bettsachen schnappen. Aber nur so würde ich es machen. Weiß nicht, wie du es machen möchtest. Wir haben jetzt übrigens 6:30. Es ist nicht heiß, ihr Lieben. Ja, der Pool hat echt 32 Grad, ohne Quatsch. Okay, und wie soll es jetzt weitergehen? Okay. Übrigens, während die Ava das da reinzieht, schaut mal. Wir haben dieses Jahr den Pool auf unserer Terrasse aufgebaut und jetzt haben wir überhaupt nicht mehr Platz für was anderes. Jetzt haben wir nur einen riesen Pool auf der Terrasse. Also das Einhorn ist erfolgreich drinnen. Oh, okay, nochmal. Oh. Hoffentlich passiert dir das nicht mit deinem Bettzeug, sonst wird es echt nass. Das passiert auf jeden Fall nicht. Bist du sicher? Komm, ich halte es dir mal ein bisschen fest. Yay! Okay, oh okay, okay, jetzt habt ihr nur Einhorn gesehen. Wow, sehr cool. Sehr schön. Dann mach mal dein Bett. Oh, da ist so schon im Wasser die Bettdecke. Oh je, Mine. Ah, wie cool. Und da treibt sie jetzt auf ihrem Bett. Ist dir nicht langweilig? Du hast gesagt, wenn ich mein Bett mache, darf ich im Pool. Oh, und ich dachte schon, dir würde jetzt langweilig.
Ja, aber da wird doch alles nass. Ich dachte, du bleibst da jetzt so. Hä? Ich dachte, ich darf dann noch im Pool. Okay, na dann als ab. Warte, jetzt muss ich mal warten. Du, da tut sich nichts. Da ist komplette Stille im Wasser. Bei was soll ich dir denn helfen? Ja. Dass du zur Leiter kommst? Ist das dein Plan? Ja. Soll ich dem Einhorn am Schwanz ziehen? Das klingt aber nicht netter. Am Schweif dann halt. Dann zieh ich dem Einhorn am Schweif. Ich komm nicht dran. Ehrlich, ich komm echt nicht dran. Du bist zu weit in der Mitte. Da kann ich nicht hin. Da ist die Pumpe. Was machen wir denn da? Guck mal, du kannst dich vielleicht da jetzt abstoßen an der Seite, dass du wieder hier rüber kommst. Okay, warte. Du hast es geschafft. So, soll ich festhalten? Aha. Okay. Geschafft. Und alles ist noch schön. Ja, alles ist noch drauf. Hey, du hättest wenigstens mal dein Bett machen können. Soll ich all den kleinen Sachen verlieren? Nein, ich meine da. Ein Apfel runtergefallen. Von unseren Apfelbäumen da hinten, ja. Ich meine da dein Bett. So ein unordentliches Bett hinterlassen. Ich zeige euch mal, was Ava meint. Wir haben da nämlich Apfelbäume. Und da liegen Äpfel auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da ist zum Beispiel einer. Und gerade läuft die Mama nicht dahin. Nein, ich zoome. Nein, nein, ich laufe da nicht hin. So. Und was hast du jetzt vor? Ich werde es sehen. Okay. Ha! Sehr cool. Ich wollte springen. Soll ich dir mal den Kescher geben, dass du die Fliegen rausmachen kannst? Ja. Du bist ja fast aufs Einhorn drauf gedonnert. Der Pool ist nicht besonders tief. Alles auf einmal, wow. Ich versuche jetzt alle. Okay. Oh, fast. Schreibt in die Kommentare, welches ich hochtauchen soll. Einhorn, Nemo, grün oder blau. Ich glaube, einer von euch hat Einhorn gesagt, also. Bevor Ava taucht, sie hat einen riesen Wackelzahn. Zeigt den mal. Das nächste Mal, wenn ihr die Ava seht, ist sie vielleicht schon eine zahnlose Minka, wie wir dazu immer sagen. Okay, also dann tauch mal hoch. Erstmal orientieren. Ich muss erstmal gucken. Welchen suchst du denn? Einhorn. Okay. Und dann Nemo. Erst Einhorn, dann Nemo. Okay. Dann los. Du wolltest doch erst das Nemo-Fischding rausholen. Ja. Okay. Ach, die liegen direkt nebeneinander. Das sehen wir in der Kamera gar nicht. Ja, aber die liegen ganz nebeneinander. Okay, dann soll es eine Überraschung werden. Du musst schon die Augen aufmachen. Deswegen hast du doch die Taucherbrille. Ja. Oh. Beide auf einmal, sehr cool. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ins Bett. Gut, geh mal ins Bett, mein Schatz. Das Bett ist ja direkt vor dir. Schüttelst du das Wasser ab? Okay. Du nimmst wie heißt es nochmal? Von Star Wars auf Deutsch? Ja. Ding. Möge die Macht mit dir sein? Ja. You're using the force. Ja. Und das funktioniert nicht. Das war deine Taucherbrille, die taucht sich gerade runter. Wow, ich dachte gerade schon, du kippst um. Na Jenne, bleibt mir nur, dir eine gute Nacht zu wünschen. Ist es denn bequem? Eigentlich sehr. Das öfter machen. Ja, das denke ich. Jedes Mal, wenn du dein Bett nicht aufräumen bzw. abräumen möchtest, kannst du im Pool schlafen. Was ist im Winter, wenn es hier draußen eisekalt ist? Da muss ich halt auf dem Sofa schlafen. Mhm, habe ich auch das Gefühl. So, und du bist immer noch tiefenentspannt. Was höre ich denn da? Hinter dir. Okay. Wie magst du unsere Idee? Findest du die gut?
Kopfkissen. Die Bettdecke. Ja. Bett. Aha. Schwimmbad. Ja, alles drin. Etwas hier stimmt nicht. Stimmt alles. Stimmt alles. Ich glaube, irgendwie ist es so warm, das ist eine gute Idee. Ich werde heute Abend aufgehen, du hast geschlafen. Meint ihr, ihr passt da beide drauf? Ist das bequem? Nein, noch mal. Ich werde jetzt probieren. Moment! Klettert der Papa rein? Doch echt eine super Idee. Also ihr Lieben, unsere Batterie ist am leer werden. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Okay. Mit Betten, ja, upsi. Gute Nacht. Schlaf gut. Oh, ich kann so schlafen. Also, das wird eine nasse Nacht, würde ich mal sagen. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und wir sehen euch dann. Bye.